Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Wir haben uns durch das Labyrinth gekämpft, haben Mozilla besiegt, die Mischvölkler gerettet und kämpfen uns jetzt an die Oberfläche. Unterwegs haben wir hier Irabes Tirabade getroffen, die Frau von Anevia. Und wir kämpfen uns jetzt hier durch die, die graue Garnison, um die Schutzsteine zu beschützen, glaube ich. Ja, los geht's. Ach ja, und hier bricht anscheinend gerade alles zusammen. Wollt ihr nicht weiter? Oder soll ich vorgehen? Aha, okay. In den Kampf. Holen wir uns Kenabris zurück. Ja, nun wartet mal. Ach so, hier geht's hoch. Alles klar. Gucken wir mal kurz. Finde ich übrigens eine sehr schöne Sache, dass man hier beim Rausgehen immer noch diese... noch einmal gucken kann, ob man irgendwas vergessen hat. Wie zum Beispiel das hier und das hier und das hier und das hier und das hier. Ach so, das ist das, was ich alles von oben mitgenommen habe. Ja. Mit ein klein bisschen Glück... Pass mal auf, wir nehmen das jetzt wieder alles mit. Schwupp. Wir schleppen das jetzt einfach von Stockwerk zu Stockwerk. In der Hoffnung, dass wir das irgendwann oben alles zu einem Händler bringen können. Das wäre gut. Ich weiß, ist jetzt doof für euch. Aber geht schnell. So lange dauert das gar nicht. Ach du Schande. What's this? Do we have guests? Just in time. The place is a bit of a mess, and I haven't even poured the blood into the goblets yet. Why don't you... Oh! Minago. Von der haben wir gelesen, ne? Das ist die, die damals Kenabris angegriffen hat. What an unexpected surprise! Staunton, my little sweetheart. Long time no see. I've missed you so much. Have you missed me? Admit it. You missed me terribly. Minago. You again, you wench! Mm-hmm. Minago, the one who... Be careful. She's one of the deadliest creatures in the whole demon horde. She was once responsible for a massacre in Kenabris. She must be back to finish what she started. Ja, genau, davon haben wir gelesen, ne? Das Blut. Warte mal. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Keine Ahnung. Ja. Hey, Dämonenfrau, was ist mit eurem Gesicht los? Sehr schön. Staunton, kennt ihr diese Dämonen? Does he know me? Staunton, darling. Tell them all how close we were. That wench? She's the one who led me astray. She's the reason my life has gone to the abyss. She's the reason why Dresden fell. Haben wir schon mal was über Dresden gelesen? Das im Hochmut des ersten mendewischen Kreuzzugs als Festungsstadt errichtete Dresden wurde von der dämonischen Horde der Weltenwunde übernommen. Heute ist es ein dämonisches Monument der törichten Naivität dieser frühen Kreuzfahrer. Mhm. Also er... Er ist ihr verfallen. Oh my, like butter wouldn't melt. What I remember is how eagerly you would run to our trysts. How you begged to see me again. How you promised you'd do anything I asked. By your own free will, you said this. And now you claim that Dresden fell because of me. No, no, my dear. That was entirely your own doing. Mhm.
I'll beat your lying lips into your filthy throat! Now, Staunton, don't say things like that. Not about these lips, the ones you kissed so sweetly. Staunton, dearest, don't you love me anymore? Remember how good we were together? I was so hoping that we could patch things up. I'll kill you! Okay, sie haut ab. Our victory is certain! Bitte, bitte lass mich jetzt noch Sachen ablegen können. Oh, bitte! Das ist ja jetzt scheiße. Können wir überhaupt irgendwas tun? I'll cut you wide open. Naja, bin mir nicht ganz sicher. Jo. A calculated risk. Okay, nicht im Kampf. Okay, er marschiert los. Euer regelt das jetzt alleine da drüben. Oh nein. Und alle sind benebelt, jawohl. Gift, ja, stinkende Wolke. Mein Gott, wie oft willst du mir die Scheiße noch zeigen hier? Sorry, aber ey, das nervt ein bisschen. You've crossed the wrong mantra. Aboran, Sentex. Segen. No glory. Ach, die ist ja benebelt. Ja, alles klar, dann gehen wir hier durch. Und hier raus. So. Da kommt direkt die zweite Wolke hinterher, alles klar. Camellia. Kommt Camellia hier irgendwie raus? Vielleicht da lang. Lilly kommt hier auf jeden Fall nicht durch. Geh mal da lang. Fehlschlag, okay. Wer ist er? Oh, Lan, Lan. Okay, Lan ist hinüber. Wieso bleibt ihr nicht bei denen da hinten? Jetzt kommt mal bitte wieder zu euch, ey. Ach Gott, ey. Nicht gut. Kommst du da irgendwo lang ohne... Nee, kannst du nicht. Camilla, du musst da raus. Okay, der trifft. Ich bin auch immer noch benebelt. Scheiße, ey. Zweimal zu, krass. Okay. Zum Glück haben wir die dabei. Sonst würde das hier alles nicht hinhauen. Oh oh, oh oh. Komm schon, ey. Wir müssen doch mal irgendwann wieder zu euch kommen hier. Kriegst du das hin? Kannst du da weglaufen?
War jetzt nicht besonders gut, aber ja, immerhin. Bitte nicht treffen, bitte. Ach, Kacke. Na gut. Es ist immer noch benebelt. Yo. Okay. Okay. Camille hat auch mehr Glück als Verstand, ey. Boah, ey, was ist denn da für ein Kampf hier? Keiner von uns kann sich bewegen. Die ganzen Kampf über nicht. So, marschiere mal wieder hier runter. In der Hoffnung, dass du da irgendwie mehr Glück hast. Ey. Oh oh. Also diese stinkenden Wolken, ne? Einfach nur schlimm. Der trifft zum Glück nicht. Oh, da wacht einer auf. Wir natürlich nicht. Unser einer. Wir verpennen den ganzen Krieg hier. Nur zum Glück hauen die sich jetzt und der haut nicht auf unsere Leiche weiter. Oh Gott, Camellia ist wach. Und die ist die einzige, die in keinster Weise irgendwie getroffen wurde, obwohl sie hier auf dem Präsentierteller steht, ne? Keiner hat Camellia angegriffen. Kriegst du das hin? Ach, wir haben gar keine Heiltränke. Keine Heilzauber. Oder? Ne, haben wir nicht. Wir können nichts machen. Wir können. Können es angreifen. Bringt das was? Mal ganz ehrlich, bringt das was? Scheiße, na gut, dann greifen wir mal an. Ja, dann mach mal. Gut, er haut zum Glück daneben, das ist gut. Zum Glück kämpft hier keiner mit uns, das ist gut. So, der Typ greift, ja, alles klar. Könnte Lilly wieder aufstehen, aber sie hat natürlich Minuspunkte, ne? Das war gut, das war gut. Landen. Landen müssen wir auch irgendwie wieder hin. Okay, wenn wir das jetzt hinkriegen, dann stehen die anderen beiden wieder auf. Seda, du musst jetzt was trinken. Die einzige, die hier irgendwie fit ist. Noch. Hier mit seinem grünen Kopf anmarschiert, alles klar. Ja. Camellia, los geht's. Tja. Einmal mittendurch. Ach, da ist ja auch noch einer. Oh Gott, ist ja. Hey, gut. Hm. Mach mal schneller hier, das ist ja. Gut. Steht ihr jetzt wieder auf? Schriftrollen. Du hast eine Schriftrolle, leichte Wunden heilen. Seda kann sie lesen. Ja. Oh, kommt mal her. Wir haben auch Getränke, also so ist es nicht. Das große Problem ist einfach, dass ich dachte, wir haben ja noch Zeit, das wieder abzulegen. Mann. Ja, jetzt ist egal, jetzt können wir die anderen Sachen auch noch mitnehmen. Wir gehen mal um die Ecke. Wo seid ihr überhaupt? Da. Beweglichkeit, da komme ich ja bestimmt rüber mit meiner Topform hier. Ganz gemütlich. Dumm-di-dumm. Hat geklappt. Ui. Sieht schon nice aus, ne? Oh, da ist sie wieder. Ugh.
Wollen wir uns jetzt ernsthaft mit dir anlegen? Als du die Kammer betrittst, scheint sich dein Blick zu trüben und deine Knie knicken ein. Du hast Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Die Luft ist von der Macht erfüllt, die von dem Stein ausgeht. Plötzlich ist dein Kopf voller Stimmen. Schreien, Geflüster, Gelächter, Drohungen. Stimmen, die um Hilfe flehen. Stimmen, die fluchen und dich beschimpfen. Du zwinkerst und die Illusion verblasst. Congratulations. You made it all the way here. This is it. Your precious ward stone. Well, what are you planning to do now, hmm? I could kill you where you stand. But wouldn't it be nice if you could die in battle like heroes? No. I want you to die in despair, scrabbling around like rats in the blighted ruins of your city, blind and broken, your flesh scabbed and seeping, and every moment knowing precisely what was done to you. Sounds terrifying. Except, that's how we've been living for generations. Yeah, okay. There isn't a soul that can resist the temptations of the Abyss. Even a stone can be turned. I'm not joking. Your precious ward stone, weakened from the injury inflicted by Discari, has almost succumbed to my charms. Soon the whole barrier around the world wound, the gift of your useless goddess, will be a weapon of the Abyss. Just a little more, and boom. Every city with one of these eyesores stuck in the middle of it, from Canabras to Nerosian, will turn into smoking craters, and all the mortals into red sludge beneath our hooves. So you have a choice. Especially you, my pet. Kiss me on my dainty hoof. Pledge your loyalty to Baphomet. And when the world falls, its ruins shall be yours. Wollen wir uns jetzt mit dir unterhalten? Was macht ihr mit dem Stein? Haltet euer dreckiges Maul, Abschaum. Komm, wir sind jetzt Rotzgehöre. Halt euer dreckiges Maul, Abschaum. Make me. One of the sweetest spoils of war is gloating over your broken and humiliated enemy. You want to deny me that pleasure. Das gefällt dir, wenn ich sie beschimpfe, ne? Och, bitte, ey, wie oft soll ich dir noch sagen, ich will keine Tutorials? Ja. Okay. Du spürst einen plötzlichen Anflug von wildem Zorn, der vom Gefühl einer monströsen, ungezügelten Zerstörungswut begleitet wird. Es ist dieselbe Macht, die du im Schildlabyrinth gespürt hast, als du dich Sava Melek gestellt hast. Aber dieses Mal fühlt es sich umfassender und bewusster an. Jetzt könnten wir schon eher Zorn haben. Aber wollen wir dieser Wut nachgeben? Nein, wir sind diszipliniert. Wir sind eine disziplinierte Kämpferin. Wir werden euch aufhalten, Dämonen. Angriff! Das ist bestimmt eine richtig gute Idee. Level 28. Das ist die beste Idee des Tages. Pass auf, ich gehe mal an dir vorbei. Ich gehe mal zu dem da. Gott, ey.
Oder seid ihr auch alle in dem Bereich? Ja, du bist Level 2. Du bist Level 2. Du bist Level 2. Du auch. Du bist Level 28. Ja, komm. Da kann ich hin. Dann haut die aber zu, oder? Gott, ey. Das kann nicht gut gehen. Ja. Dreh dich bloß nicht um. Bitte nicht. Yo, Sela, du machst bestimmt auch noch mit, ne? Komm, du greifst ja die nächsten an. Was soll schon passieren? Hohoi, oi, oi. Wo wollen wir das sehen? Als wenn die noch einen Segen bräuchte. Ja klar. Staunton Vane. Na, dann leg mal los. Er hat kein... Heilung im Kampf. Sag mal, hör doch mal auf mit den bescheuerten Tipps da. Ich habe dein Tutorial doch schon längst ausgeschaltet. Was soll der Mist hier? Camellia. Ja, halt auch immer, ne? Pass auf, wir gehen jetzt mal hier hin. Und machen jetzt mal den hier an. Ach wie, auf euch geht das nicht? Wirklich? Oh, toll. Richtig gut. So, und bevor jetzt nochmal gleich irgendwas aufpoppt und ich gleich völlig die Nerven verliere hier. Also wirklich, ich habe eigentlich alle Tutorials aus. So. Na schön. So, ihre Beth. Du bist die Richtige für... Darf ich mal ganz kurz gucken? Ich kann meine eigenen Leute gar nicht angucken. Das ist nicht so geil. Jo. Aber wenigstens das funktioniert auch bei ihr. Okay. Wo ist sie? Ja. Rüstungsklasse 36, hier brauchen wir gar nicht erst versuchen zu treffen. Das geht gar nicht, ist einfach mathematisch gar nicht möglich. Okay, du schlägst es dazu. Okay. Soweit. Also solange dich die Große da raushält. Alter, hat er den Kopf abgehackt. Meine Herren. Okay. Also okay, solange sie sich raushält. Was habe ich gerade gesagt? Okay. Die sind schon mal tot. Aus irgendeinem Grund bin ich noch am Leben. Ich weiß nicht warum. Warte mal ganz kurz. Sie hat mal eben alle umgebracht hier. Auch ihre eigenen Leute. Ich habe den Reflexwurf nicht geschafft. Aber irgendwie habe ich den Willensrettungswurf geschafft. Also... Aus irgendeinem Grund lebe ich noch. Dann, boah, beschweren wir uns nicht, ne? Wir machen einfach weiter. So, erstmal ihn hier. Wie, was? Du hast schon minus 4. Na gut. Aha. Der hat getroffen! So, das war's dann aber auch. Ich bin tired of playing around now. You wanna know what will happen when I'm done with the Wardstone? Here's a little demonstration. Ich stehe noch, okay. Die Dämonin flüstert einen Zauber und eine Woge aus Dunkelheit fegt durch die Kammer. Die schmerzerfüllten Laute deiner Gefährten sind nichts verglichen mit dem, was du fühlst. Erneut ertönen tausende von Stimmen in deinem Geist und ertränken dich mit einem Schreien und Klagen. Ein heftiger Schmerz durchzuckt deinen Schädel. Ich will euch jetzt nicht ernsthaft noch weitermachen hier, oder? Eure bösen Zauber können eine rechtschaffene Armee nicht aufhalten. Das sage ich aber, glaube ich, nicht, ey. Ihr werdet uns nicht brechen. Wir geben niemals auf.
will not run. Sagt der Tote. It would be a shame if you died without ever surrendering. But honestly, I'll be satisfied no matter what way you die. Das Dröhnen der Stimmen schwillt zu einer unerträglichen Kakophonie aus Schreien an. Ihr wird schwarz vor Augen. Oh, sind wir jetzt endlich raus da? Praise Iomade, you woke up. Healing your wounds was easy, but you were unconscious for so long, I was starting to worry we'd lost you. Jo, first things first, haben wir gesiegt? Sadly, no. War eigentlich auch nicht ernst gemeint, die Frage, aber tut gut. Leider nein, vor allen Dingen. We couldn't stand up to the demoness. Her spells were too strong. It's all right. We'll handle it somehow. You blacked out, but Staunton and I managed to get you here to the Defender's Heart. It used to be a tavern, but now it's our headquarters. Mm-hmm. We're gathering our forces here, and we're preparing to strike back. Okay. Interessant. Defender's Heart wird mit Hüterherz übersetzt. Alles klar. Gut. Ich habe im Kerker eine Nachricht der Kultisten. Ja, lass mich erstmal wach werden, bevor wir mit sowas anfangen hier. Ich weiß alles, was ich wissen will. Nee, eigentlich, ich weiß auch gar nichts hier. Habe ich das nicht unten schon mal gefragt? Wie ist die Lage der Stadt? Bad, but not hopeless. Okay. We're constantly getting news, and new sources of resistance keep springing up in the districts where everyone seemed to be dead. The survivors are gathering here. You should see them. Their faces, their eyes burning with determination. Schön. The city is destroyed. Oh. But our resistance is not broken. We will keep fighting. Okay. Resistance is alive. Na gut. Ich habe, ja gut, dann ist auch egal. Ich habe im Kerker eine Nachricht der Kultisten gefunden. Anscheinend haben sie sich in Estrods Turm verkrochen. Demons have been filling Canabras with their spies and infiltrators for a long time. Unfortunately, I don't have enough people to attack the place right now. At least not blindly. Huh. I'd be grateful if you snuck in there and scouted out the situation. But just scouting. Don't be a hero. Aber ich bin doch ein Hero. Verdammt. Ja, gut. Jetzt werden wir uns das nicht denken können. Aber erzählt mal bitte mal was von dem Schutzstein. Warum ist denn der so wichtig? The Wardstones are a gift of Iomade. Created personally by her herald, a mighty angel and a general of the celestial armies. Ooh. The Wardstones keep the world wound from expanding. Okay. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the abyss. Gut, ja. Nachvollziehbar. Was habt ihr jetzt als nächstes vor? You heard what the demon said. Mm-hmm. They're going to desecrate the Wardstone and blow up the whole barrier around the World Wound. That would be an even worse disaster than the World Wound's expansion before the Second Crusade. Not only Canabras, but every city with a Wardstone will be destroyed, including the capital. We can't allow that no matter what. Mm-hmm. We will retake it, even destroy it if we must. Iomade's gift must not become a weapon of the abyss. Auch das ist nachvollziehbar. Kann ich irgendwie helfen? First of all, we need to decide what to do with the stone once we get it. What I'm about to say is classified. Okay. A traveler came to the city recently. A blind elf calling himself the Storyteller. Ah. He insisted he be allowed to examine the Wardstone, and he raised the alarm when his study was finished. Even before the demon attack, he had found some damage or flaw in the stone. Der Geschichtenerzähler ist da. Ne, den kennen wir noch aus Königsmacher. Prelate Hulrune dismissed his words as nonsense, borderline blasphemy.
But between you and me, the prelate's opinion isn't worth much. I think the storyteller knew what he was talking about. Ja, das tut er. We could use his advice right now. If only we knew where he was. I remember the storyteller spent a lot of time talking to Staunton, a dwarf from my unit. Ja. You saw him during the demon attack. Hab ich. The elf asked him about the history of the Crusades. Maybe the storyteller told Staunton something about where we could find him if anything happened. Ich frag mal nach. There's another problem. After the attack, the demons began to gather their forces at the Grey Garrison. It'll be even harder to take them with a head-on assault. But I once heard soldiers talking about a secret entrance to the garrison. Yeah. Trouble is, I've no idea where to look for it. Okay. While you explore the city, please keep your eyes open. In case you find something we can use. Ich halte die Augen auf, wenn ich unterwegs bin, nach allem, was nach einem Geheimgang aussieht. Obwohl ich befürchte, dass Geheimgänge sich nicht einfach so präsentieren. And one last thing. The Eagle Watch has lost a lot of soldiers recently. Mhm. Some were killed, but others simply haven't been seen since the attack. In the chaos that is now Canabris, it's next to impossible to confirm anything for sure. One of the missing fighters is Janna Aldori. A new recruit in the watch. An Aldori. She got along well with Sila, and she often went drinking with her. I honestly thought Sila and Janna had died together. But now Sila's returned with you, and there's no sign of Janna. If you learn anything of her whereabouts when you're out in the city, please report back. Natürlich, wenn ich einer Aldori helfen kann, dann mache ich das. Jetzt weiß ich auch alles, was ich wissen will. May the goddess help you. We're still fighting, which means that Canabra still hasn't fallen. Mhm. If you come across any groups in the city that can fight, send them here to the Defender's Heart. We'll need every fighter we can muster for the final assault. Alles klar. Klingt auf jeden Fall besser als das, was du unten im Keller gesagt hast. Da hieß es nämlich, die Stadt ist lost. Das war's. Geht nach Hause. Jetzt sagst du zumindest, alles, was noch kämpfen kann, kämpft und wir haben noch Chancen. Und wenn ich irgendwelche kampfbereiten Truppen finde, schicke ich sie ins Hüterherz. I swear. One more thing. If you're in the area, check out this address. It's our house. Mine and Anevia's. Aha. Well, it was our house. Aha. If the building is still standing, open the hidden compartment in the kitchen. It's filled with supplies for a rainy day. Rainy you day? Can take whatever you find. You have more need of it. Ja, ja, euer Geheimfach in der Küche. Ich werde mich bedienen, danke. Zum Gruße. Hooray! Ich glaube, das könnte, also jetzt haben wir, also wow, also irgendwie haben wir bis zum Ende ausgehalten. In dem Kampf da. Ich glaube, wir waren schon lange tot, aber wir haben das Spiel hat uns nicht die Zeit gegeben, umzufallen. Aber nichtsdestotrotz. Das ist also Minago gewesen. Und Minago wollen wir möglichst innerhalb der nächsten 20 Stufen auf Levelaufstiege nicht nochmal wiedersehen. Die ist nämlich viel zu heftig. Und jetzt sind wir endlich hier oben. Wir sind im Hüterherz. Mhm. Das ist wohl mal eine Taverne gewesen. Jetzt ist das hier wohl eher eine Kaserne. Und wir haben unseren Level Up. Ich hoffe, unsere Kollegen rennen hier auch. Ich habe gerade ein paar Gesichter gesehen. Ja, unsere Kollegen sind auch hier. Das heißt, wir machen jetzt den Level Up. Beziehungsweise ich bereite den vor für die nächste Folge. Und wir könnten jetzt tatsächlich mal eine Folge haben, die irgendwie innerhalb des gesetzten Zeit der gesetzten Zeit endet, nämlich 30 bis 40 Minuten. Wunderbar, aber war doch ein guter Abschluss, oder? Wir haben uns hochgekämpft, wir haben, glaube ich, die Taschen voll mit. Jo, wir haben die Taschen voll. Können jetzt ein bisschen Geld machen, hier kriegen wir bestimmt alles verkauft hier und dann nächste Folge machen wir Level Up zur Stufe 3. Jo, wir sind schon mal 600 Punkte drüber sogar schon. Schon wieder fast Stufe 4. Jo, ich freue mich. Bis morgen. Tschüss.